Ja, liebe Zuschauer, hier sind wir heute beim vierten Langenholzener Kulturfest, wo sich wieder viele Nationen heute treffen auf Initiative von Josef Wirth und hier einen schönen Tag verbringen mit kulinarischen Spezialitäten, mit Gesang und Tanz und so weiter. Einzige Teilnehmerin, die heute nicht teilnehmen wird, ist Schneewittchen. Schneewittchen ist vorübergehend stillgelegt und wird heute mal durch verschiedene andere europäische und internationale Sagen- und Märchengestalten ersetzt. Die Idee des Langenholzener Kulturfestes ist es, die verschiedenen Nationalitäten, die in der Gemeinde leben, mit einem gemeinschaftlichen Fest zusammenzuführen und so die Gemeinschaft zu stärken und Berührungsängste abzubauen. Der unermüdliche Organisator des Langenholzener Kulturfestes, Dr. Josef Wirth, hat mit seinem Team auch in diesem Jahr wieder ein internationales Programm auf die Beine gestellt, das seinesgleichen sucht. Die zahlreichen Besucher fühlten sich bei strahlendem Sonnenschein und bei toller Musik pudelwohl und machten dann auch reichlich Gebrauch davon, die anderen Nationen kennenzulernen. Dementsprechend bestens gelaunt äußerte sich dann auch Organisator Josef Wirth. Also heute ist eine Bombenstimmung hier. Natürlich haben wir Petrus eingeladen. Wir hatten 27 Mail geschickt, davon waren 20 Spams. Und heute hat er geantwortet und hat gesagt, Topwetter. Und das macht natürlich eine Mordsstimmung bei den Menschen auch. Passt natürlich super. Und wie man hier im Hintergrund sehen kann, ist also auch alles voll, alles besetzt, alles toll. Welche Nationen sind denn hier heute vor Ort? Also wir haben neu, sage ich mal, dazugekommen ist zum Beispiel die Filipinos, die mal mitmachen, die Nigerianer, die Bolivianer, die Türken sind mit dabei. Russisch habe ich noch gesehen. Russen sind mit dabei, es sind die Portugiesen mit dabei gewesen, ja. Nebenher noch. Und natürlich hat uns gefreut, dass endlich mal die Friesen, das heißt die großen Turner, die uns jetzt mal zeigen, was wir können, mit dabei sind. Ganz genau. Jetzt ist ja die Frage, man fragt sich, wie schaffen Sie das jedes Mal, die ganzen Nationen hier an den Tisch zu kriegen? Das ist ja ein unheimlicher Aufwand. Also es geht einfach darum, dass man sie selber persönlich anspricht. Und das habe ich einfach gemacht, bin von zu Haustür gegangen, wie zum Beispiel auch den Perser, den Iraner, nochmal angeklingelt und gesagt, wäre schön, wenn Sie mitmachen würden. Nigeria, zuerst so, machen Sie einfach mal mit. Man muss sie persönlich ansprechen und das ist das Entscheidende. Nicht einfach sagen, wir laden zum Kulturfest ein, wo man weiß, dass irgendwelche ethnischen Gruppen da sind, vorbeigehen, sich vorstellen, freundlich lächeln und sagen, wir hätten Sie gerne da, Sie gehören mit zu Langenholzen. Ja, man kann ja sagen, eigentlich gibt es keinen besseren Beitrag zur Völkerverständigung, als mal in seiner eigenen Gemeinde zu gucken, wen haben wir da und dann mal ein gemeinsames Fest zu machen. Und ich glaube, gerade in diesen Augenblicken, wo wir diese ganzen Problematiken der Aussiedler, der Umsiedler, der Boat People haben, wo die überall von allen Regionen durch Hunger, durch Krieg, durch andere Nöte hier einströmen, zu zeigen, dass sie wirklich herzlich willkommen sind. Wir sind Menschen wie du und ich, die respektiert werden müssen, wo man sagt, zeigt eure Kultur. Und das ist das Schöne, nicht immer Bratkartoffeln und Schnitzel und dergleichen, sondern dass man auch verschiedene, nicht nur kulinarische Eindrücke bekommt, sondern auch mentalitätsmäßig. Wie denken sie? Wie fühlen sie? Wie spüren sie? Und das finde ich das Schöne an so einem Fest, mal zu sprechen mit diesen Menschen und sie sich in verschiedenen Formen dann präsentieren und sagen, guck mal, wir sind alle auf dieser Welt, aber sowas haben wir in unserem Dorf auch. Das finde ich toll. Krönender Abschluss des Abends waren dann das tolle Konzert von Time to Play und im Anschluss ein fulminantes Feuerwerk der Extraklasse. Das Langenholzener Kulturfest ist ein absolutes Highlight unserer Region und ein nachhaltiger Beitrag zur Völkerverständigung, wie er besser nicht sein kann. Buen provecho. Afiat Olsen.